Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Heute mit einem Showcase zu einer weiteren Game-Mechanik in Star Citizen, und zwar der elektronischen Kriegsführung oder auch kurz E-War. Da wurden jetzt auch schon Schiffe verkauft, wie die Vanguard Sentinel oder die Drake Herald. Das sind Schiffe, die in diesem Rahmen eine sehr große Rolle spielen werden. Im weiteren Umfeld finden wir da auch noch die Tracker Hornet oder Schiffe, die verborgen sind von ihrer Signatur, die schwer aufzuschalten sind. Genau, und vor allen Dingen gehen wir damit auch ja direkt mit dieser Überleitung ins erste Kapitel rein, und zwar Signaturen. Und zwar ist es so, dass jedes Schiff in Star Citizen halt so Signaturen abstrahlt. Die sind verschiedener Natur, und zwar ist da ganz angefangen halt die Infrarotsignatur recht wichtig. Die wird erzeugt eigentlich von allen energieführenden Komponenten, die eingeschaltet sind. Das sind halt eben klar die Schiffssysteme, das ist aber auch der Reaktor, ist der Hauptantrieb, das sind halt eben die Thruster, also die Manövrierdüsen. Und das alles zusammen erzeugt halt eben die Infrarotsignatur, die halt von anderen Scannern halt eben erfasst werden kann. Dann kommt als nächste Stufe hinzu die elektromagnetische Signatur. Alle Geräte, wo Strom fließt, die aktiviert sind, produzieren natürlich auch ein elektromagnetisches Feld. Und auch dieses Feld kann von Raketen oder von Scannern erfasst werden. Genau, vornehmlich das Scanning-Equipment selbst, gerade wenn es im aktiven Modus geschaltet ist, kommt man nachher zu, erzeugt halt eben eine hohe elektromagnetische Signatur, und auch Energiewaffen sind halt eben ganz klar die Schuldigen, und halt vornehmlich auch der Reaktor erhöht halt eben halt die EM-Signatur. Dann gibt es halt eben noch die dritte Art von Signaturen, und zwar die optische Signatur oder die Silhouette. Das ist halt, im Spiel heißt das Cross-Section, und das beschreibt quasi halt die Silhouette des Schiffes, die von optischen System erkannt werden kann. Das bedeutet, je größer das Schiff ist, je klobiger, je halt aufgerauter die Silhouette halt eben ist, Tragflächen und außenhängende Waffen und so ähnliches, das geht alles halt eben in diesen optischen Read rein, der dann halt zum Beispiel von optisch geleiteten zielsuchenden Raketen aufgeschaltet und verfolgt werden kann. Kennt auch jeder, dass diese Raketen sehr, sehr hartnäckig sind, aber tatsächlich gibt es auch hier in diesem Bereich ein paar Modifikationen an Schiffen, die die Aufschaltung durch solche Cross-Section-Raketen erschweren. Vorneweg zum Beispiel die Delta, also die Mustang Delta mit ihrer Cavalry Class Armor. Genau, das ist halt eben wirklich dann einfach nur optisch, dass die halt eben die Farbe ändert und damit halt eben den optischen Read verringert. Es ist aber halt eben auch so, dass halt gerade halt so irgendwie scharfkantige Oberflächen und halt eben schräg abstehende Flächen und so halt den für Radarstrahlung, wie heute auch schon, halt eben ein super Ziel bieten, was dann halt sehr viel zurückwirft und dadurch halt eben gut halt im Raum erkannt werden kann. Und dann ist es halt eben auch so, dass jetzt halt mal kurzer Fun-Fact: Das UEE-Militär hat nämlich halt eine Minimalsignatur vorgeschrieben für jedes Schiff, was eigentlich denselben Sinn hat, wie jetzt hier bei Nacht halt bei uns das Licht anzuschalten, wenn man Auto fährt, damit nämlich die anderen dich auch kommen sehen. Und das bedeutet halt, so eine Null-Signatur ist eigentlich unter normalen Umständen überhaupt nicht möglich, eine sehr geringe ja. Das Ding ist dabei, jedes Schiff trägt halt eben einen sogenannten Transponder, der halt die Schiffs-Unique-ID oder Unique-Identification, so rum, oder die sogenannten Rectags ausstrahlt. Das bedeutet, es ist wie das Nummernschild des Schiffes, was halt den Piloten identifiziert, was das Schiff identifiziert und was vor allen Dingen wie ein Leuchtfeuer funktioniert, um permanent die Position rauszuschreien. Dieses Ding kann an- und abgeschaltet werden, aber wie schon gesagt, hat eine Minimalsignatur ist vorgeschrieben. Das bedeutet, wenn du mit abgeschaltetem Transponder oder zum Beispiel halt so spezifischen Modifikationen angetroffen wirst, die dazu gedacht sind, deine Signatur zu unterdrücken, wird's Mischi auf den Pischi geben. Egal, ob jetzt von der UEE oder von halt zum Beispiel halt so Crusader halt Security Forces, weil damit klar ist, dass man jemanden angetroffen hat, der irgendwas zu verbergen hat. Ist natürlich dann auch sehr sehr auffällig, wenn man jetzt mit einem ausgeschalteten Transponder durch die Gegend fliegt, da kann man sicher sein, dass dann halt Kontrollbehörden auch auf die Idee kommen, einen zu kontrollieren. Genau, dementsprechend wie halt eben hier nachts du auf der Autobahn, Licht aus, kannst du sicher sein, die nächste Streife ist deine. So, aber da kommen wir direkt dazu, halt Signaturen sind ja das eine, du brauchst dann ja aber natürlich auch etwas, um diese Signaturen aufzufangen, und da kommen wir zu den Scannern, also dem Radar. Das ist dann natürlich ein sehr, sehr wichtiger Teil, den wir heute schon im Arena Commander nutzen, um Feinde zu erfassen. Hierbei geht es nicht nur darum, halt eine Signatur überhaupt oder ein Objekt zu erfassen, hier geht es auch darum, wichtige Informationen zu sammeln, wie Bewaffnung oder die Infrarotsignatur oder die elektromagnetischen Signale oder die optische Silhouette eines Schiffes. Genau, und es ist halt eben so, dass halt die Scanner eines Schiffes halt so grundsätzlich in zwei Modi funktionieren, oder es gibt zwei verschiedene Modi davon. Einmal den omnidirektionalen, das bedeutet halt kugelförmig vom Schiff halt eben weg in sämtliche Richtungen. Und es gibt den fokussierten Modus, das bedeutet, dass man halt eben die Scanner halt allesamt halt eben auf einen kleinen Bereich ausrichtet, den man halt eben aktiv oder passiv scannen will. Und dafür tauscht man dann halt eben quasi Reichweite oder Genauigkeit in einem bestimmten Sektor gegen halt eben so die Rundumsicht ein, und man
kann halt eben auch auf bestimmte Signaturen wie nur Infrarot oder nur EM-Strahlung oder nur optisch halt eben scannen. Das ist so ein bisschen das Spieler-Skill, was da wichtig ist. Hinzu kommt auch noch, dass diese Reichweite der passiven und aktiven Scanner, der Radarsysteme an Bord, auch gestört werden können durch zum Beispiel Terraformer, eine Supernova oder Umgebungsstrahlung. Also halt eben, wenn du zum Beispiel an einem Neutronenstern oder halt von mir aus einem Pulsar vorbeifliegst, der dich total halt in Hintergrundstrahlung zukackt, wird deine Scannerreichweite drastisch reduziert und du siehst halt eben nicht mehr so gut und wirst halt Ziele erst sehr nah halt eben tatsächlich auf dem Scanner aufploppen sehen. Aber da wir gerade eben schon von Passiv- und Aktiv-Scan gesprochen haben, reden wir doch jetzt einfach mal direkt drüber. Das sind nämlich die nächsten zwei Modi, die zusätzlich zu omnidirektional und fokussiert dazukommen, und zwar aktiv und passiv. Ja, oder vielleicht kann man auch sagen, Charakteristika der Radarstrahlung an sich. Ja, mit passiven Radar oder mit passiven Scanner kann ich nur lauschen ins All, kann halt Signaturen auffangen, die da sind, aber ich bin davon abhängig, dass Signaturen ausgesendet werden. Das heißt, wie auf einem modernen Schiff, wir haben eine Radarschüssel, die horcht in die Umgebung rundum oder gezielt und findet heraus, okay, da kommt eine Strahlung rein. Dann habe ich sozusagen schon mal den Kontakt hergestellt, ist aber jetzt noch nicht mit einem aktiven System verbunden, was Strahlung aussendet, die reflektiert wird. Und da würden wir dann zum aktiven Scanning kommen. Da ist es tatsächlich so, dass eine Antenne, ein Richtradar oder eine Richtantenne Strahlung aussendet, die wird reflektiert und die kommt zurück und die liefert mir Informationen. Genau, und der grundsätzliche Unterschied zwischen den beiden Modis ist halt so, der Passive halt so erzeugt nur eine eigene, sehr geringe Signatur, die ist aber da. Und die Sache ist die, dass halt dadurch halt eben recht grobe Scannergebnisse halt nur möglich sind, weil halt eben der Scanner darauf angewiesen ist, dass tatsächlich was reinkommt. Das bedeutet halt so, wenn das Schiff halt eben getarnt ist oder nur eine sehr geringe Signatur ist, dass da hinten irgendwo rumgondelt, wirst du entweder gar nichts aufschalten können oder einen unbestimmten Kontakt bekommen. Das kann ein Geistersignal sein, das muss nichts sein, aber es könnte was sein. Wenn es halt eben dann näher kommt, kann es halt eben ein bestätigter Kontakt werden. Da weiß man so grob in der Richtung, in der Entfernung halt so ist irgendwas. Was das jetzt genau ist, weiß man nicht. Und dann kann man halt eben auf aktives Scanning schalten, was eine wesentlich höhere Energiesignatur selbst erzeugt. Aber dann schmeiße ich halt in diese Richtung halt eben Scannerstrahlung und bekomme halt eben mehr zurück. Und je nach Skill und Ausbau der Radarkomponenten kann ich dann verschiedene Details auslesen. Ich denke auch, dass gerade hier die Tracker Hornet zum Beispiel das Schiff sein wird, was dafür da ist, getarnte Schiffe zu erkennen oder schwer aufschaltbare Schiffe zu erkennen, und dass dieses Schiff wird wahrscheinlich, also die Tracker Hornet, höchstwahrscheinlich dann auch mit aktiven Scannern in der Lage sein, halt Schiffe über eine größere Distanz zu identifizieren. Ist eine Vermutung. Genau, oder beziehungsweise einen bestimmten Raumsektor halt eben aktiv permanent in alle Richtungen zu scannen, um das Ding zu sperren gegen getarnte oder sehr, sehr signaturreduzierte Schiffe, die dann da halt so durchkrauchen wollen, wie zum Beispiel Schmuggler. Macht aber natürlich dann die Tracker auch verletzlich, weil sie selber dadurch als Leuchtfeuer wahrscheinlich für passive Sensoren von Feinden sehr, sehr gut zu erkennen sein wird. Und man kann dann halt eben schauen, okay, wie weit wird die ungefähr reichen, und dann halte ich mich von der halt eben fern. Genau, aber wie gesagt halt, durch den aktiven Scan bekommst du halt eben einen genaueren Read, und da kannst du dann Sachen auslesen wie die Panzerung, exakte Bewaffnung, was ist das genau für ein Schiff, dann halt eben auch dann halt den Transponder-Code oder ähnliches, wer sitzt da drin und was es geladen hat. Zum Beispiel halt eben auch, wird auch nochmal ein Thema werden, kommen wir aber nochmal später zu, weil jetzt gehen wir nämlich direkt ins dritte Kapitel, und zwar Warfare, also tatsächlich die Kriegsführung. Jetzt geht es um die Mittel, die wir zur Verfügung haben, um in den E-War einzusteigen und tatsächlich halt aktiv dort mit offensiven Möglichkeiten einzugreifen. Hier ganz bekannt, haben auch viele schon gesehen, gibt es natürlich EMP, das heißt Electromagnetic Pulse. Das ist jetzt tatsächlich so, dass wir gegnerische Schiffssysteme durch eine elektromagnetische Welle stören. Das hat auch zurzeit schon die Avenger Warlock als Waffe an Bord. Dann kommen wir zum nächsten, das wäre die Data Spike Missile. Das ist noch nicht integriert ins Spiel, soll aber kommen. Da schieße ich einen Sender ab und stelle eine Verbindung zum feindlichen Schiffscomputer her. Genau, den ich dann halt direkt angreifen kann. Das heißt, den kann ich dann hacken und kann halt, wenn ich dann halt wirklich reinkomme, durch halt diese Data Spike Missile, die ich dem Guten verpasst habe, kann ich dann halt kritische Schiffssysteme zum Beispiel halt ausschalten, den Reaktor ausschalten, die Waffen ausschalten, Schilde runterlassen oder den Reaktor vielleicht sogar überladen. Ähnliche Späße kann man halt machen oder die Kühlsysteme ausschalten, sodass das Ding halt in kürzester Zeit überhitzt. Die nächste Kategorie wäre jetzt hier Distortion Cannons. Das kennen wir auch schon, ist ein bisschen so die Idee wie bei Star Wars X-Wing, dass man eine Ionenkanone hat. Hier geht es darum, dass wir tatsächlich gezielte Schiffssysteme angreifen mit dieser Strahlung oder mit dieser Energiewaffe, um dann Teile, Komponenten des Schiffes ausfallen zu lassen. Zusätzlich ist es so, dass wenn wir da die Schilde durchdringen, dass wir dann auch in der Lage sind, die Leistung des Hauptreaktors temporär zu reduzieren. Genau, ist also ein prädestiniertes Teil halt, so eine Distortion-Kanone, um halt Schiffe unbeschädigt aufzubringen und dann
danach halt eben zu entern, wenn man das Ding halt nicht in Stücke schießen will. Darüber hinaus gibt es halt eben auch die Möglichkeit der Signalstörung. Und da geht es jetzt ganz spezifisch darum, halt so Kommunikation, die von anderen Schiffen ausgeht, abzufangen, umzuleiten oder zu zerhacken und sie halt eben dadurch halt so zu stören, dass es zum Beispiel auch so ist, dass man tatsächlich die gegnerischen Radar- und Scannersysteme halt eben so mit Interferenzen überlädt, dass die keinen vernünftigen Read mehr bekommen, um sich selber zu verbergen oder deinen Verband zu verbergen, eine ganze Flotte zu verbergen, vor halt, sagen wir mal, patrouillierenden Scannerschiffen, die halt eben einfach nur Informationen sammeln. Ich glaube, dass da tatsächlich auch eine Rolle spielt, dass Datenübermittlung zwischen Schiffen gestört wird. Das heißt, wenn man jetzt auf strategischer Ebene denkt, da fliegen mehrere Jäger zusammen und wollen ein Bild an ein Mutterschiff oder an eine Idris-Fregatte senden, dass man solche Datentransfers auch unterbinden kann damit. Genau, wenn du nämlich diesen Verband angreifen willst, schneidest du ihn erstmal von der Nachschublinie ab und verhinderst, dass sie um Hilfe rufen können und greifst sie dann an, um nicht halt direkt halt so die Verstärkung im Nacken zu haben. Das wäre auch dies. Und für solche Zwecke oder für die ganzen vorgenannten Zwecke wird es auch spezielle Komponenten und Ausrüstungsgegenstände geben. Das bedeutet spezielle Antennensysteme, Avionikmodule oder halt eben auch Hacking Arrays, die man halt auf den Schiffen installieren kann, die dir helfen werden, halt eben effizienter halt fremde Systeme zu hacken, halt so Daten zu speichern und zu dechiffrieren, die man abgefangen hat oder halt eben auch zu chiffrieren und abzuschicken. Also das ist halt eben so eine Geschichte, wo halt eben gerade halt so mit der Herald eine ganze Menge interessantes Zeug möglich werden wird, weil das ist nämlich ja ein dedizierter Data Runner. Genau, der wird natürlich auch ein Rack an Bord haben, wo Daten chiffriert und dechiffriert werden können, oder da wird man auch in der Lage sein, Daten abzufangen, mitzulauschen, abzuhören. Genau, aber wo es offensive Mittel gibt, da muss es ja schließlich auch defensive Mittel geben. Und die kennen wir tatsächlich aus dem Arena Commander schon ganz gut. Tatsächlich sind die Täuschkörper hier im elektronischen Kriegsführungsjargon schon ein Teil der passiven Mittel oder der defensiven Mittel, passives falsche Wort, der defensiven Mittel der Verteidigung. Vorneweg natürlich die EM-Flares, das sind jetzt Flares, die uns schützen vor elektromagnetischer Erfassung. Das heißt, wenn eine Rakete uns verfolgt, hauen wir die raus und stören diese Erfassung. Sie wird auch die Zielcomputer stören, in dem Sinne, dass die Erfassung vielleicht vom eigenen Schiff halt verschwindet beim Gegner. Das ist ein typisches, klassisches Täuschkörper, ein klassischer Täuschkörper, den wir alle kennen. Dann wird es in Zukunft neben den Flares, wird es Heat-Chefs geben. Das sind dann große Wolken, größere Bereiche, die eine Hitzestrahlung produzieren und dadurch mein Schiff, meine eigene Hitze, die ich produziere, verbergen können. Genau. Oder zum Beispiel in einem größeren Bereich infrarotgestützte halt Lenksysteme, wie von halt den Standardraketen halt außer Kraft setzen, weil wenn ich halt eben so ein Chef absetze und in einem großen Bereich ist erstmal alles komplett am Glühen, kann ich ja einzelne Hauptantriebe oder Wärmequellen gar nicht mehr isolieren und damit sind meine zielgelenkten Raketen halt eben nutzlos. Ist ja halt eben auch eine taktische Waffe, die halt klug eingesetzt werden möchte, wird aber vermutlich nicht so billig sein. Darüber hinaus gibt es halt eben auch Data-Chefs, die halt eben ähnlich funktionieren, aber gegen Hacking-Angriffe. Die stören dann nämlich halt die Kommunikation zwischen den Schiffen und halt eben auch Datenverbindungen, die halt eben nach außen aufgebaut worden sind. Also zum Beispiel so eine Data-Spike-Missile, die mir halt eben reingejagt worden ist, kann ich dann quasi damit wieder annullieren sozusagen. Kann die halt eben stören, dass halt der gegnerische Hacker meinen Hauptcomputer halt eben nicht aufbrechen kann. Ganz, ganz spannend. Eine weitere Möglichkeit, die mir auch neu war, sind Köder-Raketen. Ich kann jetzt auch EM oder ja, Electronic Warfare Raketen einsetzen, die simulieren die Signatur eines Schiffes. Das heißt, ich lasse dann meinem Gegner mit diesen Raketen plötzlich Schiffe auftauchen, die eigentlich gar nicht existieren und der hat mehrere Radarkontakte oder Geister auf dem Schirm und weiß gar nicht mehr, auf welches Ziel er sich konzentrieren genau. muss. Genau, optisch wirst du sehen, halt so, da sind keine drei Bengal Cruiser vor mir, auf meinen Scannern tauchen aber drei auf. Weil das sind halt Raketen, die tatsächlich halt so kleine Schiffstransponder enthalten, die du halt beliebig programmieren kannst. Normalerweise, wenn du das Ding abschießt, wird es immer deine eigene Signatur sein, die auf einmal halt eben abzieht. Das heißt, du kannst dich verstecken, halt so das Ding abschießen, alle Systeme ausmachen und dein Gegner sieht nur die Signatur wegzischen und wird sich der vielleicht an die Fersen heften und du hast die Chance zu entkommen, wenn er drauf reinfällt. Aber es ist halt eben klar, dass es wirklich nur eine Rakete ist. Die Cross-Section oder die Silhouette kann diese Rakete natürlich nicht erzeugen. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Mittel, was sehr, sehr wichtig ist in der defensiven E-War-Technik. Das ist natürlich die Abschirmung vor Scans. Wenn man das schafft, hat man natürlich einen riesen Vorteil, weil man sich einfach verbirgt oder weil man sich einfach versteckt vor dem Gegner. Da ist natürlich vorneweg zu nennen, die einfachste Möglichkeit ist eine Modifikation der Hülle. Das heißt, hier wieder die Delta, die eine spezielle Panzerung hat, die eine Cross-Section-Aufschaltung beispielsweise verschlechtert oder schwieriger macht.
Genau. Oder halt Stealth-Lackierungen wie bei der Retaliator oder der Saber. Also halt eben ganz klassisch halt so irgendwie eine Lackierung, die Radarstrahlung schluckt oder halt eben auch halt EM-Signal unter zerstreut, dass sie schwerer aufzuschalten sind. Darüber hinaus wird es allerdings auch zum Beispiel halt Schilde geben, die halt einen abschirmenden Sekundäraspekt haben. Das bedeutet, die lassen vielleicht halt so deine EM-Signatur sinken, weil sie EM-Strahlung, die halt aus deinem Reaktor dringt, halt nicht so nach außen lassen, sondern die halt eben nach innen, also innen halten und absorbieren. Und dann gibt es auch noch tatsächlich Scannerschilde, die jetzt wirklich nur dem Zweck dienlich sind, dass man das Scannen durch einen Feind von Anfang an vereitelt. Ja, die werden wahrscheinlich jetzt nicht vor Energiewaffen schützen. Dafür kann man sie verbauen und kann dann Komponenten oder das ganze Schiff undurchsichtbar machen. Ja? Also zumindest halt so vor Scanning schützen, was allerdings wahrscheinlich illegal sein dürfte. Was dann bedeutet, du hast dann wahrscheinlich direkt halt so am Arsch die Räuber. Ich schätze auch, das sieht man sehr, sehr einfach, weil plötzlich dann da so eine Blase existiert, wo nicht viele Informationen rauskommen und jede Sicherheitskraft wird sehen so, oh, das ist ein blinder Fleck. Ja, genau, da versucht sich jemand zu verstecken. Anderer blinder Fleck, zum Beispiel auch sehr interessant, es wird tatsächlich interne Modifikationen geben, wie Module geben, ja? Also austauschbare Module für die Schiffe, die schlecht oder nicht scannbar sind. Das bedeutet, du kannst dir einen Frachtraum einbauen, der von mir aus mit irgendwas ausgekleidet ist, was halt nicht durchdringbar ist für Scanner. Strahlung. Und da kannst du dann alles reinladen, von Schmuggelware bis halt eben ganze halt Dropteams von Marines, die dann halt eben erstmal von einem oberflächlichen passiven Scan nicht erfasst werden. So, also sagen wir mal, eine Patrouille fliegt dran vorbei, die merken das halt nicht, aber das Ding ist halt so, wenn sie anfangen aktiv zu scannen, werden sie merken, an einem bestimmten Punkt des Schiffes halt so, bekommen sie keinen Read zurück oder kommen da nicht rein. Und da werden sie dann wahrscheinlich misstrauisch werden. Also halt so Star Wars lässt grüßen. Das wird auf jeden Fall sau interessant werden, was halt eben da diese ganzen verschiedenen Faktoren bedeuten nachher im Spiel. Ich frage mich jetzt, wäre es nicht sinnvoll, zum Beispiel einen Hauptcomputer oder eine Kommandozentrale komplett in so einem scannergeschützten Raum einzurichten? Das geht wahrscheinlich nicht, weil die Verbindung außen wichtig ist. Ja, wieso? Du kannst ja Kabel rauslegen, aber warum? Damit die Leute nicht wissen, wo dein Hauptcomputer ist. Ja, und sich vielleicht auch nicht reinhacken können, so einfach. Ja, gut, könnte man diskutieren. Schreibt es doch in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und ja, wir sind halt eben auch jetzt halt schon am Ende angekommen, halt unseres kleinen Einsteiger-Guides halt eben zu E-War in Star Citizen. Deswegen liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert unseren Kanal ganz dringend, das freut uns nämlich sehr. Oder halt, wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, dann schaut mal auf Patreon vorbei. Vielleicht gefällt euch da ja was und möchtet uns da vielleicht halt irgendwie ein bisschen was zukommen lassen. Und ja, darüber hinaus schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet. Oder halt, wenn ihr Fragen und halt Ideen zu Star Citizen habt, lasst uns das auch da. Wir schwatzen wirklich gerne mit euch. Und dementsprechend sagen Weasel und Dozer euch jetzt wieder See you on the flight deck!